Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Zwei Sätze, die relativ leicht über die Lippen gehen, aber schon ein paar Fragen aufwerfen. Ich behaupte also, dass Sie da sind und dass Sie da sind. Das Gleiche behaupte ich allerdings auch von mir. Ich lasse also keinen Zweifel daran, dass Sie existieren, dass ich existiere und dass es einen Unterschied gibt zwischen Ihnen und mir. Weil nur ich bin. Das Paradoxe daran ist, das Gleiche dürfen Sie von sich auch behaupten, weil ja nur Sie, Sie sind, also auch ich, aus Ihrer Perspektive. Das bringt uns zu der Frage, wer oder was überhaupt ist ich? Ich bin, der ich bin, hat Jesus gesagt. Gloria Gaynor hat daraus I am what I am gemacht, also ich bin, was ich bin. Ich weiß, wer ich bin, sagt Don Quixote, der Glückliche. Ich denke, also bin ich, formuliert Descartes. Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Das ist von Daniela Katzenberger. Vielleicht hat also Adorno recht, wenn er sagt, bei manchen Leuten ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen. Auf die Frage, wer oder was ist ich, bekommen sie eben automatisch verschiedene Antworten. Für einen Germanisten ist ich ein Personalpronomen. Für Donald Trump eine Maßeinheit, auf deren Grundlage Regierungsentscheidungen getroffen werden. Für einen Asiaten ist ich ein überschätztes Phänomen aus der westlichen Welt. Es sei denn, man heißt Kim Jong-un. Machen wir uns nichts vor. Für die meisten von uns ist ich ein Projekt, das man ins Netz stellen muss. Was hiermit geschehen wäre.